tell you. Auf unserer Reise hat sich für mich so ein bisschen gezeigt, dass sich zwei Lager gebildet haben, denen zwei verschiedene Sachen wichtig sind. Auf der einen Seite sind das eben eher soziale Werte, also Frauenrechte, Minderheitenrechte, die erste Frau als Präsident, Sozialsysteme. Und auf der anderen Seite ist es so ein bisschen Stärke und Stabilität. Und ich glaube, dass viele Leute das gerne irgendwie in Einklang gebracht hätten, also dass sie beides gehabt hätten. Das ist aber im amerikanischen System mit zwei Kandidaten und zwei Parteien gar nicht möglich. Und zumindest zum jetzigen Zeitpunkt gibt es viele Leute, die eben genau deswegen so super unzufrieden sind, dass man gar keine Möglichkeit hat, zum Beispiel eine Koalition zu wählen. Stattdessen muss man sich für einen der beiden Kandidaten entscheiden und da bekommt man dann halt dieses Mal nicht das, was man sich wünscht. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir wirklich das Interview mit der Josephine, mit der Trump-Wählerin, die zwischen den ganzen Demokraten hier in Washington D.C. sich einfach unendlich geschämt hat, mir das so offen zu sagen. Und dass sie auch bestimmt kein schlechter Mensch ist, weil sie Trump gewählt hat, sondern dass sie einfach nur Veränderung wollte. Klar, es gibt einige, die Trump gewählt haben, die der rechten Ecke zuzuordnen sind, aber es sind eben auch viele dabei, die aus Protest gewählt haben, die aus Angst oder Verunsicherung gewählt haben. Das Gespräch mit ihr hat mir gezeigt, dass die Trump-Wähler nicht alles Rassisten sind. Und dieses Plakat habe ich vorm Weißen Haus gefunden. Und das ist von einer Gruppe, die sich Künstler gegen Hass nennt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt, dass auch der Gegenhass, also gegen Trump, nicht zu groß ist und das Land nicht noch mehr gespalten wird. Die Wahl ist entschieden. Donald Trump ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und damit endet sie, unsere Tour Alles, was wählt. Zum Schluss möchten wir uns nochmal bedanken, auf der einen Seite unserem Team, was hinter uns gestanden hat, was uns aus Deutschland unterstützt hat und natürlich bei euch, den Zuschauern, die so viel kommentiert haben, so viel geguckt haben, geteilt haben. Thank you und danke nach Deutschland. Und ein ganz großes Danke auch an alle Menschen hier in Amerika, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben und die uns haben teilhaben lassen an ihrem Leben. Vielen Dank. Whatever happens, we'll be fine. It will be fine. It may not be tomorrow, but we'll be fine.